Warum hat Dumbledore den Fake-Professor Moody nicht direkt erkannt? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über den Feuerkelch, Albus Dumbledore, Barty Crouch Jr. und Alistair Mad-Eye Moody sprechen. Genauer gesagt werde ich mich mit der Frage auseinandersetzen, ob Dumbledore wusste, dass Moody eine Fälschung des echten Moodys war oder nicht. Als das Schuljahr 94 begann, versammelten sich wie in jedem anderen Jahr alle Schüler zu Beginn des Schuljahres in der großen Halle. Dies war eine Gelegenheit für Dumbledore und alle Professoren, sich zu Beginn des Jahres an die Schülerschaft zu wenden und alles anzukündigen, was das kommende Schuljahr betraf. 1994 war das Jahr, in dem wieder einmal ein neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste das Amt übernahm. Der berühmte Todesserfänger Alistair Mad-Eye Moody. Trotz seines auffälligen und einschüchternden Äußeren war Moody einer der Guten. Sein Geschäft war es, dunkle Zauberer zu fangen. Und das Geschäft florierte. Die Aussicht, dass Alistair Moody Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten würde, war aufregend. Schließlich war er ein Experte. Aber gleichzeitig hatte Moody auch etwas Seltsames an sich. Von dem Moment an, als er die große Halle betrat, waren die Schüler wie gebannt von ihm. In der Tür steht ein Mann, der sich auf einen langen Stab stützt und einen schwarzen Reisemantel gehüllt ist. Alle Köpfe in der großen Halle drehten sich nach dem Fremden um, der plötzlich von einer Blitzgabel, die über der Decke zuckte, hell erleuchtet wurde. Er senkte seine Kapuze, schüttelte eine lange Mähne dunkelgrauen Haares aus und begann auf den Lehrertisch zuzugehen. Bei jedem seiner Schritte hallte ein dumpfes Geräusch durch den Saal. Er erreichte das Ende des obersten Tisches, wandte sich nach rechts und humpelte schwerfällig auf Dumbledore zu. Ein weiterer Blitz zuckte über der Decke. Hermine keuchte auf. »Darf ich Ihnen unseren neuen Lehrer für die Verteidigung gegen die dunklen Künste vorstellen?«, sagte Dumbledore, strahlend in die Stille hinein. »Professor Moody.« Es war üblich, dass neue Lehrkräfte mit Applaus begrüßt wurden, aber außer Dumbledore und Hagrid klatschte keiner der Schüler. Beide legten ihre Hände zusammen und applaudierten, aber der Klang hallte düster in die Stille wieder und sie hörten ziemlich schnell auf. Alle anderen schienen zu fasziniert von Moodys bizarrer Erscheinung zu sein, um mehr zu tun, als ihn anzustarren. Alistair Mad-Eye Moody war ein schottischer Reinblutzauberer, der die Familie Moody hineingeboren wurde. Eine Familie, die dafür bekannt war, eine Vielzahl von erstaunlich talentierten Auroren hervorzubringen. In seiner Jugend besuchte er die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wurde später in seinem Leben und in seiner Karriere getreu seinem Familiennamen zu einem der berühmtesten und angesehensten Auroren aller Zeiten. Auroren sind natürlich Mitglieder einer hochqualifizierten Eliteeinheit der magischen Strafverfolgung. Sie arbeiten für die Abteilung der magischen Strafverfolgung im Zaubereiministerium und sind dafür ausgebildet, dunkle Verbrechen zu untersuchen und dunkle Hexen und Zauberer festzunehmen. Sein Ruf eilte ihm zweifellos voraus, was vielleicht einer der Gründe war, warum Studenten und Professoren ihn gleichermaßen anstarrten. Ein weiterer Grund war sein Äußeres. Er sah zwar menschlich aus, hatte aber kaum Ähnlichkeit mit einem Menschen. Was damals jedoch niemand wusste, war, dass dies gar nicht der echte Moody war. Moody sollte nämlich in jenem Jahr in Hogwarts unterrichten. Doch vor Beginn des Schuljahres wurde er von Barty Crouch Jr. gefangen genommen, einem britischen Reinblutzauberer und Sohn des Beamten des Zaubereiministeriums Barthemius Crouch Senior. Crouch Jr. schloss sich als Teenager den Todessern an und war selbst ein beeindruckender Zauberer. Er war der erste Zauberer, der in seiner 300-jährigen Geschichte aus dem Gefängnis Azkaban entkam. Bevor das Semester begann, sperrte Crouch Jr. Moody in seinem eigenen magischen Koffer ein, und erst als der falsche Moody gefangen genommen wurde, kam er frei. Interessanterweise gab sich Crouch Jr. nicht nur als Moody aus, mittels Vielsafttrank, sondern schaffte es auch, den größten Teil des Schuljahres als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu unterrichten, in der Rolle eines echten Lehrers. Einzigen Hinweise darauf, dass es sich nicht um den echten Moody handelte, waren einige fragwürdige Lektionen über unverzeihliche Flüche. Aber auch der echte Moody war ein Kauz und niemand hätte ihm das zugetraut. Ich frage mich, ob die Tatsache, dass er ein falscher Moody war, zu Beginn des Jahres zusätzliche Aufmerksamkeit erregt hat. Oder ob Moody diese Wirkung auf die Leute sowieso gehabt hätte. Hat Dumbledore, der stets weise und scheinbar allwissend ist, irgendwie übersehen, dass Moody ein Eindringling war?
Dumbledore ist äußerst intelligent, deshalb habe ich mich so oft gefragt, ob er etwas wusste, was wir nicht wussten. Wenn alle anderen verloren sind, scheint Dumbledore immer antworten zu müssen. Wie konnte er das nur vermasseln? Und nicht nur das, der echte Moody soll ein guter Freund von Dumbledore sein. Also hätte er doch sicher die Unterschiede im Verhalten seines Freundes erkannt, oder? Um die Gestalt von Moody anzunehmen, benutzte Crouch Jr. den Vielsafttrank, der, wie wir wissen, nur das Aussehen verändern kann. Da der Vielsafttrank ein komplexes und zeitaufwendiges Gebräu ist, überlässt man ihn am besten den hochqualifiziertesten Hexen und Zauberern. Er ermöglicht es dem Konsumenten, das Aussehen einer anderen Person anzunehmen, sofern er Teile des Körpers dieser Person beschafft hat, um ihn dem Gebräu hinzuzufügen. Das kann alles Mögliche sein, Zehennägel, Schuppen oder Schlimmeres, aber am üblichsten ist es, Haare zu verwenden. Wie genau konnte sich Barty Crouch Jr. so überzeugend wie Moody verhalten? Er hat anscheinend einen der größten Zauberer aller Zeiten getäuscht. So sehr ich es auch hasse zu sagen, ich glaube wirklich nicht, dass Dumbledore wusste, dass er ein Betrüger war. Vielleicht ist Dumbledore einfach nur alt geworden oder er hat nicht richtig aufgepasst. Aber er wusste es ganz sicher nicht. Und wenn er es gewusst hätte, dann wäre es äußerst unverantwortlich von ihm gewesen, Crouch Jr. frei herumlaufen zu lassen und in seiner Schule allerlei Chaos zu verursachen. Hätte Dumbledore es gewusst, hätte er Dinge wie den Tod von Cedric Diggory verhindern können. Und nicht nur das, er hätte wahrscheinlich auch den echten Moody retten wollen, seinen guten Freund. Hier ist der Grund, warum ich glaube, dass Dumbledore alles übersehen hat. Erstens hatte Dumbledore Moody schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und wir wissen das, weil er als alter Freund von Dumbledore beschrieben wird. Selbst wenn man jemand sehr nahe steht und ihn jahrelang nicht gesehen hat, kann man seine kleinen Eigenheiten und subtilen Verhaltensweisen vergessen. Als Dumbledore Moody wieder sah, hat er wahrscheinlich entweder diese subtilen Verhaltensweisen vergessen oder angenommen, dass er sich verändert hat. Schließlich wird Moody als jemand beschrieben, der niemandem mehr traut, was fast darauf hindeutet, dass er ein bisschen verrückt ist. Der Moody, den wir im Festsaal von Hogwarts kennengelernt haben, ist sicherlich unorthodox und Dumbledore hat vielleicht nur angenommen, dass er sich ein bisschen verändert hat. Es gibt auch noch ein paar andere Dinge zu bedenken. Barty Crouch Jr. war ein extrem mächtiger Zauberer, möglicherweise einer der mächtigsten Todesser. Schließlich hat er Moody gefangen. Das bedeutet, dass er neben dem Vielsafttrank wahrscheinlich noch weitere Zaubersprüche und Verzauberungen einsetzte, um seine wahre Identität zu verschleiern und sich selbst so zu verwandeln, dass er dem echten Alistair Moody so nahe wie möglich kam. Und nicht nur das. Crouch Jr. hätte jederzeit auf den echten Moody in der Truhe zugreifen können, was bedeutet, dass er ihn im Grunde hätte alles fragen können. Ich bezweifle, dass Moody bereit wäre, kampflos Informationen über sich preiszugeben, aber ich bin mir sicher, dass Crouch Jr. die notwendigen Foltermethoden kennt, um Informationen aus Menschen herauszubekommen. Kurz gesagt, Dumbledore wusste es nicht. Er hatte Moody schon lange nicht mehr gesehen. Crouch Jr. konnte sich auch so gut in ihn hineinversetzen und Dumbledore hatte wahrscheinlich auch eine Menge anderer Dinge im Kopf. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.